Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Wir sind natürlich bei 7 Days, haben uns komplett vollgeladen. Droni voll, wir voll, Auto voll. Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Der SE ist am nächsten Tag Stufe 5. Dort ist jetzt nicht wichtig. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gefahren bin beim letzten Mal. Ich glaube, ich bin hier so durchgebreddert wegen den Bergen, ne? Das heißt, ich werde auch wieder in diese Richtung breddern. Dann setze ich hier erstmal den Wegpunkt und dann fahren wir los. Dann sehen wir es ja. Wo ist es denn? Dollar. Gut. Ist es nicht schön, wenn man endlich wieder zu Hause ist? Allerdings ist das Wetter nicht so schön. Wir haben mittlerweile mal wieder, natürlich, taucht reichlich häufig auf, sehr schlechtes Wetter. So, wir sind zu Hause, das sieht man an den Löchern. Da läuft ein Fetthaar rum, da werden wir uns sofort drum kümmern. Also, bleibt mal kurz stehen. Ich musste unterwegs eine kleine Wanderrute mitnehmen. Das ging nicht anders, da waren so viele Muttis bei, da musste ich leider mal ein bisschen drauf rumknüppeln. Die Muttis wollen das nicht anders. Das geht nicht anders. Das ist. Den Gefallen muss ich den Muttis einfach tun. So, habe ich Gläser einstecken? Nee, deswegen habe ich die ganze Zeit nichts getrunken, obwohl ich Durst habe. Gut, wir bringen erstmal den Kram weg, den wir einstecken haben, würde ich sagen. Das haben wir größtenteils verkauft, ne? So, warte mal. Das ist Heule. Das schmeißen wir gleich hier oben rein. Der muss einmal. Der muss einmal. Der, das Kursreparatur-Kit. So, die muss noch einmal heile. Die einmal. Und hier die auch. So, das schmeißen wir gleich in unser Verkaufsdingsbums. Ich hoffe, das Wetter wird gleich mal wieder besser. So, hier passe eh nichts mehr rein. Also, das. Der natürlich auch. Das ist nett. Der, obwohl ich glaube, der passt noch in die andere Kiste. Mal gucken. Erstmal diese. Jenes. Gut, jetzt machen wir mal kurz was gucken. Die Brille habe ich vergessen. Der passt hier mich noch. Dachte ich mir, den nehme ich auch. Okay. Der dürfte nirgends mehr reinpassen. Der muss hier rein. Ein Träumchen. Den können wir jetzt vielleicht einmal ein Schlückchen trinken. Das Haus ist mir erstmal wegräumen. Müssen wir leider mal. Ich weiß, wir haben letzte Folge erst alles eingeräumt. Aber leider muss es ja weg. Den nehme ich jetzt noch was aus dem Auto mit. Droni ist ja auch voll. Sehr schön. Umso mehr haben wir. Und ich glaube, in 2 Tagen haben wir auch schon wieder Horde. Wenn ihr mir nicht täusche. Gehen wir erstmal zur Muni-Abteilung. Was haben wir denn für Muni einstecken? Auf jeden Fall 44er und 7,62er. So, hauen. Genau. Und 7,62er hätten wir hier. Ein Stack müssen wir dann mitnehmen. Auch fast voll die Kiste, ne? Ein Träumchen. Mehr Muni haben wir aber auch nicht. Zumindest aktuell nicht. Kann sein, dass noch was in Droni ist. Aber wir machen erstmal das Inventar leer. Auf jeden Fall die Elektrikteile. Das ganze Auto-Elektrik-Gedöns gehört ja hier drin. Die können auch mit drin.
Jo, die natürlich nett, die kommen hier hin. Sehr schön. Schatzkorde legen wir mal extra. Glas kommt nach oben. Öl und Beton, und das kommt hier aber auch alles rein. Beton. Öl. Und natürlich Klebeband. Sehr schön. So, Druni machen wir zum Schluss. Jetzt holen wir erstmal noch was aus dem Auto. Damit ich das leer habe. Das muss alles sein, das muss alles sein. Aber auf jeden Fall ist das Wetter wieder besser. Sehr schön. Den rein. Aua, aua, schwer so viel Muni. Ja, wir haben da aber auch Muni rausgeholt. Ne? Wir haben da Muni rausgeholt. Haben wir Geld anstecken? Jo. Dann können wir das auch gleich hier lassen. Ein bisschen Kleingeld haben wir auch wieder. Den hier nochmal rein. Okay. Auf jeden Fall wieder 7,62er, diesmal aber auch 9 mm. Hau rein. Sehr schön, die Kiste ist auch so gut wie voll. So, wir holen unseren Stack gleich wieder raus. Gott, passen denn mal? 7,62er ist voll. Ja gut, dann haut den noch rein, dann passt das. Und natürlich Schrot. Ich glaube, da hatten wir die ersten beiden Kisten die voll, ne? Ja, ja. Dann kommt die dritte. So, ein Stack wieder raus. Die dritte ist auch so gut wie voll. Okay, sehr schön. Ich glaube, da kommt gleich noch mehr Muni. Ich lasse mal auf. Wir müssen einmal. Wir haben auf jeden Fall ein paar Patronenhülsen. Wir haben ein paar Geschossspitzen. Schießpulver. Haben wir noch in eins Decken? Haben wir aber, weiß ich. Der grobe Schrot hier mit drin. Wir haben noch mehr Patronenhülsen. So, und Eisen und Bläu, das bringen wir einmal kurz runter. Ich weiß, da kommt gleich noch mehr, aber... Ich will so viel wie möglich aus dem Auto mitkriegen. Sehr schön. Den haben wir hier noch Bläu. Den nochmal hoch. Ja, das wird jetzt ein bisschen weggeräumt. Es tut mir leid, ich weiß, es ist nicht so super interessant, aber es gehört dazu. Was müssen wir jetzt machen? Das geht nicht anders. So, Hordenbase. Eigentlich würde ich noch gerne, aber ob ich es wirklich mache, weiß ich nicht, wegen Betonmangel. Noch ein paar Türmchen dazu bauen vor der Horde, aber... mal abwarten, ja, abwarten, mal gucken. Erstmal wegräumen. Wir haben immer noch nicht alles. Okay, aber es sind nur noch drei Sachen drin. Auto ist fast leer. Den würde ich sorgen, gehen wir sogar erstmal fast runter, damit wir den ganzen Messingkram und das loswerden. So, Eisen, haben wir überhaupt noch Eisen einstecken? Ja. Auch rein. Bläu haben wir ein Biesel, ne? Gar nichts mehr? Okay. Messing haben wir auf jeden Fall. Und zwar... Hier, alles Messing. Da ist noch Messing. Sehr schön. Kohle gehört nach oben, Ölschiefer gehört nach oben, Schießpulver, Düle und so auch. Ich weiß übrigens mittlerweile, wo meine Stuhlkiste abgeblieben ist. Jetzt haben wir zwei. Oh gut, dann werde ich sie oben wegnehmen, dann kommen sie nämlich alle hier unten rein. So, warte mal. Ich glaube, Kohle war nämlich hier. Zack, und Ölschiefer war auch hier, ne? Ejo, Schießpulver, das gehört weiter hoch, weiß ich. Eingeschmiedetes Eisen auch, Motoren auch, okay. Okkeli dokkeli. Hier auf jeden Fall Schießpulver. Na, haben wir ja noch nicht so den Brüller von. Geschmiedetes Eisen, das kommt hier drin. Und dann haben wir noch ein bisschen geschmiedetes Stoll, das kommt da drin. Die Motoren kommen erstmal hier mit drin. Sehr schön. Ja, haben wir ein bisschen was. Und die Stühle hatten wir ja hier mit reingeschnurrt, aber wir haben oben die eigentliche Kiste stehen. Die holen wir dann raus und hier rein. Ich möchte einfach nur die Stühle sammeln. Gut, den haben wir hier auf jeden Fall noch. Das räumen wir jetzt auch schnell weg. Die leeren Gläser und Hühnersuppe. Hühnersuppe. Die Hühnersuppe kommt da hin. Haben wir noch ein bisschen Wasser. Das kommt da drin. Ah, legen wir ordentlich hin hier. Dann haben wir noch ein bisschen. Was ist denn das? Goldrotentee, ne? Jo. Auch mal ordentlich hier. Haben wir noch ein bisschen eine Fonddose. Die kommt da natürlich auch drin. Oder sieben sogar. Und sieben Nödel.
Da. Sessel. Leere Gläser weg. Wunderbar. Die Schatzkarte kommt erstmal hier hin. Jo. Dann holen wir jetzt die restlichen drei Dinger da aus dem Auto. Dann haben wir ja auch noch Drauni, ne? Das ist sehr schön. Sehr schön, sehr... Oh Gott, ich werde heiser. Was? Nö, nicht jetzt. Erstmal das, was wir weg haben. Thunfisch. Thunfisch-Tor. Zock, wir haben auch noch ein bisschen Tierfett. Rinder. Und das, wo... Fünf Wasser. Die kommen hier natürlich auch hin. Drauni! Gut, hier sind auch noch Verkaufssachen drin, aber erstmal das ganze gute Gammelfleisch. Hier drin. Sehr schön, haben wir wieder ein bisschen was. Jede Menge Getränke haben wir auch noch. Ein goldroten Tee noch. Den noch drübes Wasser. Alles weg damit. Sehr schön, das sind Erbsen. Erbsen kommen natürlich auch bei Erbsen rein. Da. So, nochmal leere Gläser. Bitte sehr. Der Draht kommt gleich weiter runter. Dort ist eine große Rindfleischration. Bitte sehr. Wasser. Hier auch nochmal rein. Ordentlich hinlegen. Dann haben wir noch wertvolles Bier. Das kommt darin. Flatulenzenbrot. Das gehört hierhin. Das kommt gleich weiter runter. Das ebenfalls. Das gehört raus. Hier haben wir noch wertvollen Yucca-Saft. So, und da haben wir noch Hühnchenration. Die kommt natürlich zu den Hühnern. Dann haben wir noch wertvollen Kaffee. Wunderbar. Das ist noch alles Verkaufskram hier. Gut, gut. Aber auf jeden Fall haben wir noch Eier. Wenigstens mal etwas. Dorin. Wir haben noch Hundefutter. Das muss Dorin. Yo. Den haben wir selbstverständlich noch. Guten Chili. Der Chili kommt darin. Und dann haben wir noch roten Tee. Roten Tee, roten Tee. Doch. Und frisches Fleisch. Da. Wunderbar. So, Droni war noch was drin, oder? Alles Verkaufsgedöns. Aber wir haben alles, ne? Jo. Gut, ich glaube, ich brauche noch zusätzliche Reparaturkits. Haben wir hier noch welche? Jo. Dann bringe ich mal kurz den Kram mit. Muni haben wir nicht mehr, da kannst du. Irgendwas sollte hier mit noch rein. Genau, und die Draht. Und die Draht kommt gerade runter, aber Schießpulver kommt hier hin. So, und das. Die Glühbirnen kommen in die Elektrogedönskiste. Wunderbar, aber ansonsten. Ah, außer die Draht, alles Verkaufsgedöns, ne? Die Draht kommt natürlich hier hin. Sehr schön. So, den reparieren wir, mein Freund. Den nochmal. Der ist ja. Dort ist ebenfalls alles. Der ist. Der muss nochmal. Der. Der selbstverständlich. So. Gut, gut, gut. Das kommt alles mit in die Verkaufskiste. Denn sind wir wieder leer. Das ist das schön. Das freut einen doch. Dann werden wir jetzt aber gleich mal kurz durchchecken wegen Schießpulver und so. Moni haben wir zwar aktuell genug, aber wir müssen ja vorausplanen für die nächsten Runden. So, warte mal. Ich glaube, ich krieg hier noch Geld und so. Oh, Geld geht nur bis 10.000? Okay, ja, Geld ist begrenzt. Alles klar. Gut. So, renn damit. Aua, aua. Ich muss, glaube ich, echt was verkaufen. Das nützt alles nichts. Ich glaube, da werden wir gleich mal eine Verkaufsaktion starten müssen. Geht nicht anders. Ich glaube, das machen wir als erstes. Denn ich muss bloß aufpassen, dass ich von jedem nicht mehr als 3 Mal mit habe. Wenn mehr, wenn wir nicht los. So, wir haben eine Magnum. Da haben wir eine zweite Magnum. Dann nehme ich jetzt erstmal nur Magnums. Ist hier noch irgendwo eine Magnum? Nö, ne? Ich sehe zumindest keine.
Aber hier bestimmt noch, ne? Das ist Pestaule. Ne? Keine? Jetzt bin ich enttäuscht. Aber hier ist bestimmt noch eine, oder? Wir haben nur zwei Magnums? Ja, gut. So, Geschütztürmchen haben wir hier aber auch keinen weiteren mehr, oder? Vor allem, wie viele 6er Drohnen wir mittlerweile haben. Ich glaube, Geschützturm hatten wir nur einen. Ich will jetzt auch nicht alles auf einmal verkaufen, nur ein Teil. Aber hier sehe ich auch keine Geschütztürme mehr. Problem ist, wir kriegen heute nicht mehr als 3 auf einmal mit. Okay, wir machen es nach und nach. Wir nehmen die Schratze, wir nehmen Durst, das haben wir jetzt 2 von, da haben wir jetzt auch 2 von, ne? Jo. Also ein Droni. Von den Hämmern haben wir jetzt viel zu viele heute mal. Dann nehmen wir die 2 mal raus, wir nehmen die 3 Sechser mit. Davon nehmen wir 3 mit. Das mit, das mit, das mit. Die 3 können wir auch mitnehmen. So, ich verkaufe jetzt erstmal das, was ich einstecken habe. Da ich eh keine Irre-Soße oder Zuckerdinger mehr habe, können wir da gar nicht diese Großverkaufsaktion machen. Ich könnte die herstellen, das kostet aber teuer Geld. Wir verkaufen das jetzt mal so schnell. Hauptsache, wir kriegen mal wieder ein bisschen Platz drin. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Sehr schön. Ein bisschen Platz müssen wir in unserer Verkaufskiste kriegen. Aber gibt ja auch Kleingeld, ne? So, den nimm das. Damit will ich auch mal was loswerden. Muss bloß jetzt echt aufpassen, oder mal, meiner ist hier unten, da ist mein Bohrer, dass ich nicht meine Sachen verkaufe. Guck mal, es gab ja so schon fast 40.000, sehr schön. Dann sind wir auf jeden Fall los, Level Up hatten wir auch. Noch sind wir nicht fertig, wir wollen ein bisschen mehr Platz in den Kisten haben. Mensch, mach auf hier. Da werden wir jetzt nochmal hingehen. Das Problem ist ja bloß, dass er Vorrichtstock immer nur 3 Sachen von einer Sache nimmt. Das heißt, Hämmer zum Beispiel brauchen wir gar nicht mehr mitnehmen. Hosen auch nicht mehr. So, Hämmer können wir hier mit dem Hüte brauchen wir auch nicht mehr mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Geld auch. Das, jo. Davon, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Den können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen. Den auch. Spitzhacken hatten wir noch gar nicht, ne? Das heißt, wir können die 3 mitnehmen. Der kann mit. So. Hämmer auf jeden Fall nett. Stiefel gehen. Das geht, das geht. Hier der Diamant noch mit. Wir haben hier so extrem viel zum Verkaufen. Das muss leider mal sein. Aber gut. Dann wird unsere Messingproduktion auch mal ein bisschen wieder aufgestockt. Muss leider sein. Dann ist dort hier mal halt eine wegräumen. Und Verkaufsfolge geht nicht anders. Das muss leider mal gemacht werden. Auch Restock hätte der, ich weiß gar nicht wann. 175, okay. So, das Werk hier, nimm die 10.000, mein Freund. Guck mal, gibt ja auch schon 18.000 durch unsere Skillung und Zigarre und so. So, die 32 kriegst du. Bitte sehr. Die 5 kriegst du. Bitte beide. So, das ist nicht meiner, ne? Nein. So, die 6 kannst du natürlich haben. Den. So, so. So sammelt sich auch ein bisschen Geld an. Ein bisschen werden wir noch. Wir müssen Platz kriegen. Das nützt alles nichts. Und es gibt ganz schön EP durchs Verkaufen, ne? Das kann man auch nicht abstreiten. Aber die ganzen Pakete, die wir drin haben, müssen wir auch alle mal aufmachen. Oh, natürlich. So, die können wir eh nicht. Den können wir noch, den können wir noch. Bohrer bin ich mir gar nicht so sicher. Knarren können wir, glaube ich, nicht mehr. Probier mal eine. Spitzhacken können wir nicht mehr. Incoming enemies, prepare for conflict. Och, Lady, wartest du mal, bis du dran bist, Mensch.
Ah, okay. Ich muss mich mal kurz um Nachbarn kümmern, die beim Verkaufen stören. Naja, die gute Mutti ist immer willkommen, aber leider habe ich jetzt keine Zeit für dich, Mutti. Also, leg dich schlafen. Ist da noch mehr? Also, jemand ist Spikes gestorben. Das kommt davon, wenn man die Tür aufliest, aber ich bin ja auch am Verkaufen, Mitch. So, warte, warte, weil ich glaube, Knarren, das haben wir alles voll. Das geht noch, das geht noch, das, das. Hosen geht jedenfalls nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da auf dem Bohrer und das haben wir auch schon so viel. Hüte gehen jedenfalls auch nicht mehr. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall ist da draußen immer noch Randale. Das hört man doch. Bloß wo? Mann, die schotten dich hier. Wir müssen nochmal zu den Herren hin. Oh, irgendwo ist ein Polizist geplatzt. Wortwörtlich. Gut, dass der Graben aus Beton besteht, so reißt er nicht gleich was weg. So, ich habe keine Ahnung, was wir davon noch wegkriegen. Das werden wir jetzt sehen. Erstmal, die gehen auf jeden Fall. Zack, sehr schön. Ich habe immer Angst, ich verkaufe meinen Kram. Das ging noch. Guck, die Knarre geht schon mal nicht mehr. Die drei sollten noch gehen. Der geht auch schon nicht mehr. Gut, gut, gut. Gut, viele Sachen gehen mir schon nicht mehr. Wunderbar, aber das ist nur so einiges. Aber da haben wir doch bestimmt noch was, was wir verkaufen können. Ne? Ist mir schon klar, dass ich nicht alles loswerde. Dort ist mir schon klar. Aber man kann es probieren. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn er reset hat, in 2 Tagen. So, wo der mal hier ist, können wir nichts mehr von hier. Machen wir jetzt alles rein, was wir nicht mehr loswerden, damit wir den Überblick nicht verlieren. So, guck mal, Hammer werden wir auch nicht mehr los, das weiß ich. Knarren, Spitzhacken, so glaube ich auch nicht mehr. In Hosen glaube ich auch nicht mehr. Dann auch nicht mehr. Hier, Hammer nicht mehr. Ne, Knarren auch nicht mehr, sonst wären sie nicht drin. Spitzhacken weiß ich, Hosen weiß ich auch. Sag mal, was ist denn hier los? Macht hier irgendeiner was kaputt oder was? Ich höre hier die ganze Zeit Zombies rumrandalieren. Ja. Was ist denn hier los, Mensch? Moment. Wie soll man denn so verkaufen, wenn hier ständig was rumrandaliert? Mauta. Denn hier los. I've got a bad feeling about nee, 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 du. Hier ist wahrscheinlich auch der Polizist geplatzt. Hier fliegen ja schon so viele Spikes. Aber zumindest scheint die Wand noch in einem Stück zu sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, den erstmal. Ist ja furchtbar. So, können wir denn jetzt weitermachen? Können wir denn jetzt weitermachen? Die ganze Zeit hört man hier einen Zombie. Ja, ja, dieser hässliche Graben hier, ne? Furchtbar. Ich meine, zum Teil haben wir es ja schon etwas kaschiert. Aber noch nicht überall. Hier sind halt noch so viele Kleinigkeiten. Der größte Teil, also der ist ja fertig, aber es sind so Kleinigkeiten, die noch fehlen. Ne? Lass mich doch mal gut gehen, was ich noch verkaufen kann. Hier hatten wir jetzt alles drin, was nicht mehr geht, ne? Die Pakete, die lassen wir jetzt mal, die machen wir irgendwann mal alle auf. Und hier, der geht nicht mehr. Da ist noch ein Paket. Der geht bestimmt noch. Der auch, der nicht mehr.
Ich muss gleich mal aussortieren. Ich nehme jetzt so viel mit, wie geht. So, wo denn mal? Der geht nicht mehr. Das Paket machen wir, glaube ich, extra. Der geht auch nicht mehr. Die Hose geht nicht mehr. Stiefel müssen noch gehen. Knarre geht definitiv nicht. Säge. Ich glaube nicht mehr, sie geht, aber das haben wir noch nicht ausprobiert. Schaufel müsste noch gehen. Hämmer gehen nicht. Der müsste gehen. Bohrer. Gehen Bohrer noch? Ich weiß es nicht. Haben wir schon Bohrer verkauft? Wir probieren es. Die müssten gehen. Der müsste gehen. Bogen geht definitiv nicht. Drohne müsste noch gehen. Kettensäge, wie gesagt, weiß ich nicht. Degummieren. So, Knarre geht definitiv nicht. Das haben wir auch nicht. Das probieren wir mal. Den haben wir es ja fast. Das ist nur noch die letzte Kiste, die wir sortieren müssen. Das ist ganz schlimm heute. Und ich hoffe, das kommt jetzt gerade nicht durch die Aufnahme, aber irgendeiner meiner Nachbarn meint hier gerade mit dem Schlagbohrer durch die Wände zu hämmern. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht rein. Gut. Den googeln wir mal, meine Führer. Nimmst du den noch? Ew. Oh, sieht doch gut aus bis jetzt. Gut, Säge schon nicht mehr. Den noch. Drohne noch. Die noch. Okay. So, das da oben ist meiner, ne? Den verkaufen wir die. Gut. Die drei Sachen auch schon nicht mehr. Den haben wir es ja fast. Den haben wir fast. Den Rest müssen wir den verkaufen, wenn das nächste Mal Reset ist. Aber jetzt ist er noch wirklich nicht mehr viel. Ja, 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 ja. Aber mal gesehen, wir haben schon wieder fast ein Level ab. Und das nur durchs Verkaufen. So, dann kommen die Sachen mich auch hier mit drin. Das sind Sachen, die aktuell nicht gehen. Hier sind nur die Pakete. Die gehen auch nicht, das weiß ich. Das auf jeden Fall schon. Das wahrscheinlich auch, das auch. Okay. Das hier geht nicht. Der Chrom geht wahrscheinlich noch. Ja. Sehr schön, das machen wir dann beim nächsten Mal. Die ist leer, hier sind nur die Pakete drin, die wir auch alle mal auspacken müssen. Was für eine Folge heute, du, da hast du noch nicht gehabt. Nur mit Wegräumen und Verkaufen beschäftigt. Da kommt, wenn man den Kram alles ansammelt. Aber immerhin, wir brauchen das Geld für Missing. Und das gab jetzt eine Menge. Wirklich eine Menge. Den will er schon gar nicht mehr. Okay. Aber du nimmst noch das Kleingeld hier, ne? Sehr schön. Nur immerhin, ne? 20, 40, 60, 80, 100.000, 120, 140, 160. Oh, gut, ein paar zerquetscher. Kleingeld ziehe ich jetzt mal nicht mit. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Am roten Tag hat er reset. Okay. Hätten wir es natürlich jetzt mit Zuckerhintern und dem Dingsbums da gemacht, dann hätten wir wesentlich mehr rausgekriegt. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, bei der Menge spielt das da auch keine Rolle mehr. So, Schotten dicht. Ab nach Hause. Hier, das meinte ich. Hier haben wir die Stühle reingepackt. Die nehmen wir jetzt alle mit. Die Kiste kommt hier wieder weg. Das pocken wir denn jetzt hier unten mit drin. Hier kommt erstmal das Geld drin. Sehr schön. Und die Stühle, die backen wir natürlich immer nach unten. So, wunderbar, wunderbar. Gut. Und das kommt noch nach oben rein. Stühle haben wir ja schon ein paar. Und den. Entschuldige ich mich, falls irgendwelches Gebohre durchgekommen sein sollte. Ich wusste nicht, dass mein Nachbar da jetzt amok läuft und rumbohrt. Sonst hätte ich gewartet mit der Aufnahme. Deswegen kommen wir von heute zum Ende. Ich muss meinen Nachbar erstmal fragen, ob er nicht ganz dicht ist. Kann er nicht, ohne hier Bescheid zu sagen, rumbohren. Vor allem nicht, wenn ich am Aufnehmen bin. Und den hören wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich jeweils fürs Zuschauen. Bye, bye.